Morgen! Ja, wie ich schon im letzten Video und auch hier schon ein paar Mal gesagt habe, es ist wirklich sehr dreckig leider auf den Inseln, also Koh Chang und Koh Mak jetzt auch. Sehr viel Müll liegt hier am Strand. Ich hatte gelesen, dass das aus Kambodscha angespült wird. Ja, aber es hilft ja nichts, immer nur dagegen zu meckern. Man sollte auch was dagegen tun. So, wir sind jetzt hier nämlich bei den, wie heißt sie? Trash Heroes. Bei den Trash Heroes. Weil wir dachten, wir machen jetzt mal was gegen den Müll, wie schon gesagt. Nur meckern hilft ja nicht. Und deswegen sind wir heute ist so eine Aktion, meistens samstags hier auf Koh Mak. Und da treffen sich alle und sammeln den Müll von den Stränden. Genau, alle Freiwilligen, die wollen. Na, dann gibt es halt noch ein cooles T-Shirt dazu, na, so dass man sich auch erkennt. Und dann legen wir mal los. Genau, was genau dahinter steckt und wie es funktioniert, das erzählen wir euch dann noch. Genau. Is the scotch devil home? So, wir sind jetzt mittlerweile wieder in unserer Hütte. Wir wollten euch ja noch ein bisschen was zu den Trash Heroes erzählen. Und zwar ist das eine Organisation hier in Thailand, die auf mehreren Inseln agiert, also nicht nur auf Koh Mak. Und genau, diese Cleanups finden wöchentlich statt, also jeden Samstag. Und man braucht sich jetzt nicht anmelden oder so. Es steht auch bei Facebook drin, wo sie sich treffen. Dann fährt man einfach hin und macht mit sozusagen. Genau, und wenn man jetzt hier zum Beispiel auf die Insel ankommt, dann sieht man auch gleich am Beginn am Pier so ein kleines Infotafel, wo dafür auch Werbung gemacht wird. Also so sind wir dann auch aufmerksam geworden und haben dann natürlich da gleich gesagt, okay, das machen wir auf alle Fälle. Ja.
Cool war auch, dass verschiedene Supermärkte die Organisation unterstützt haben, indem sie Wasser gespendet haben. Und ein Restaurant hat auch dann später einen kostenlosen Lunch veranstaltet. Also man merkt schon, dass es hier auch gewollt ist auf der Insel, dass auch was verändert werden soll. Ja. Genau, und die machen jetzt nicht nur halt, dass man das halt einsammelt am Strand, sondern die sorgen halt auch dafür, dass die Einheimischen dann halt besser recyceln, indem die dann halt so Mülltonnen zur Verfügung stellen und dann das auch einsammeln, ja, und dann aufs Festland bringen, wo es dann halt entsorgt bzw. recycelt wird, sodass es dann halt auch wirklich nachhaltig ist, ja, was hier gemacht wird, und das ist echt super. Genau, das, was wir jetzt alles eingesammelt haben, waren insgesamt 700 Kilo an Müll, den wir nur an diesem einen Strandabschnitt innerhalb von 2,5 Stunden eingesammelt haben. Ich glaube, es waren ungefähr 50 Leute. Ja. Und es war schon erschreckend, was wir da alles gefunden haben. Und es hat auch echt traurig und ärgerlich gemacht. Und wir sind ja selber jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir leben ohne Plastik. Da sind wir ganz weit entfernt von. Deswegen fanden wir es auch wichtig, mal an sowas teilzunehmen. Und es hat auf jeden Fall nochmal die Augen geöffnet. Und ja, es ist echt schade. Da war auch ganz viel so Styropor, was angespült worden ist. Das konnte man alles gar nicht aufsammeln, weil es in so kleine Einzelteile verfallen ist. Und ja. Und was wir da auch alles gesehen haben, also das ist echt krass. Also von Zahnbürste angefangen, also echt fragwürdig, was da einige Leute dann wegschmeißen. Ja, ich kann gar nicht mehr die Flipflops zählen, die ich eingesammelt habe. Also eigentlich hätte man daraus einen neuen Schuhladen eröffnen können. Ja, also so witzig das jetzt auch klingt, so traurig ist es. Und ja, wir waren auf jeden Fall froh, daran teilgenommen zu haben. Und wir sind froh, dass es Leute gibt, die so etwas veranstalten. Natürlich alles auf freiwilliger Basis. Und ja, und wer denn jetzt hier bei den Inseln dabei ist, wir werden es dann unten mal noch mit reinschreiben und auch den Link mit reinmachen, kann da gerne teilnehmen. Da freuen die sich auf alle Fälle, wenn da Freiwillige mit dabei sind, weil ich denke mal, die 2-3 Stunden kann man da auf alle Fälle schon mal mithelfen. Ja. Für uns war es das jetzt hier schon auf Kumak. Wir waren insgesamt 3 volle Tage hier. Es hat uns richtig gut gefallen. Also es ist fast unsere Lieblingsinsel geworden hier in Thailand. Also super ursprünglich noch. Klar, ein paar Resorts und Hotels sind da, aber noch lange nicht so überlaufen wie jetzt zum Beispiel auf Koh Lanta oder Koh Chang. Ja. Und ja, also es ist ein richtig cooles Feeling hier. Wie gesagt, wir sind ja mit Fahrrad durch die ganze Insel gefahren. Es hat super viel Spaß gemacht, kaum Verkehr. Ja. Also es gibt auch kaum Autos. Also das Einzige, was hier so eigentlich so großartig fährt, sind halt diese Taxis, die halt von A nach B fahren, die auch super günstig sind. Aber auch nicht viele davon. Nee, nicht viele. Es gibt kein 7-Eleven. Es gibt so ein paar kleine Supermärkte. Also es ist wirklich noch sehr, sehr ursprünglich, so wie, ja, also so wie wir das eigentlich wollten. Also es ist echt schön hier. Ja, es gibt nur einen Geldautomat und der funktioniert nicht. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Ja. Und ja, die Strände sind total schön hier. Ein bisschen vermüllt, wie wir schon gesagt haben. Aber da wird ja Abhilfe geleistet. Und ja, also Kumak ist uns auf jeden Fall ins Herz gegangen. Definitiv, definitiv. Und halt die Strände, wie Sandra schon meinte, sind halt sehr abwechslungsreich. Also vom schönen, kristallklaren Strand bis halt zum Strand, wo halt wirklich Wellen kommen, wo man halt so ein bisschen da Spaß haben kann. Also echt super, die Insel. Hat uns sehr, sehr gefallen. Genau, wir genießen jetzt noch unseren letzten Abend hier und wir freuen uns schon auf die Weiterreise, und wohin es geht, das seht ihr dann.